Über 110 Millionen verkaufte Spiele in knapp 29 Jahren sprechen eine deutliche Sprache. Final Fantasy ist das erfolgreichste Rollenspiel-Franchise der Welt. Und das trotz enorm starker Konkurrenz im Westen als auch im Osten. Was ist aber das Besondere an Final Fantasy? Wie hat man es geschafft, über so lange Zeit relevant zu bleiben? Seit dem Release des ersten Titels Ende 1987 hat sich herauskristallisiert, dass sich Final Fantasy vom Rest der Rollenspiele durch die Balance zwischen Tradition und Innovation abhebt. Im Zentrum stehen klassische Werte, der ewige Kampf zwischen Gut und Böse, Helden und Antagonisten mit nachvollziehbaren Motiven, eine Welt voller Magie und Kristalle, die Gewissheit, nach dem Kampf gegen einen Morbol-Tentakel den letzten Spielstand neu laden zu müssen. Demgegenüber steht aber der große Drang, mit jedem Teil der Hauptserie Neues zu versuchen. Wie können wir an dem Kampfsystem schrauben? Waren wir eigentlich schon mal auf dem Mond? Und was passiert, wenn wir am Ende der ersten CD ein riesiges Schwert durch die weibliche Hauptrolle jagen? Alles anders, aber doch irgendwie vertraut. Als Spieler nimmt man diese Dinge eher unterbewusst mit, aber man bekommt sie mit. Vor dem Fernseher geht es eher darum, den unbesiegbar erscheinenden Boss per Active Time Battle taktisch auseinanderzunehmen. Oder versuchen, das kleine Tränchen zurückzuhalten, wenn man zu Nobuo Uematsus Musik an einer Oper in Pixeloptik teilnimmt. Spaß, Wut, Trauer, Spannung. Eine Achterbahn der Emotionen, an dessen Ende man wieder mal nicht gemerkt hat, dass es nach Mitternacht ist und man immer noch vor der Konsole hockt. Andere Serien trauen sich kaum noch, nach dem dritten Teil eine weitere Zahl in den Titel zu schreiben. Da heißen die neuen Spiele Revelations, Legacy oder Reloaded. Final Fantasy trägt die Nummer allerdings mit Stolz, weil es für die vorhin genannten Werte steht. Am Anfang von Final Fantasy steht ein Mann, Hironobu Sakaguchi. Als Designer beim aufstrebenden jungen Entwicklerhaus Squaresoft zeichnete er sich verantwortlich für Spiele querbeet durch alle Genres, seien es Shooter wie King's Knight oder Rennspiele Marke Red Racer. Mitte der 80er sah er allerdings die Chance, eines seiner Herzensprojekte zu verwirklichen: ein Rollenspiel. Die Kollegen von Annex hatten 1986 mit Dragon Quest erfolgreich die RPGs vom Westen nach Japan umgetopft. Klassiker wie Ultima und Wizardry standen damals zwar Pate, aber Dragon Quest gab mit seinem leicht zu verstehenden Interface und Fokus auf Storytelling dem Genre den entscheidenden Schliff. Ursprünglich noch Fighting Fantasy getauft, setzten sich Sakaguchi und sein sechsköpfiges Team daran, ein Spiel zu schaffen, welches Dragon Quest Paroli bieten kann. Veröffentlicht am 18. Dezember 1987 für die Famicom-Konsole, dem japanischen NES, wurde das in Final Fantasy umbenannte Spiel gleich zum Hit. Wählbare Charakterklassen brachten spielerische Freiheit, elementare Magien wie Feuer- und Eiszauber taktische Tiefe. Es war auch das Spiel, welches heutige Superstars der Entwicklerszene wie Musiker Nobuo Uematsu und Grafikdesigner Yoshitaka Amano zusammenbrachte. Als erstes Final Fantasy ist es auch eines der Spiele mit den meisten Umsetzungen und Remakes. Meilensteine waren unter anderem Final Fantasy Origins, welches das Spiel erstmals auf der PlayStation 1 weltweit verfügbar machte, und die PSP-Version von 2006. Letztere wertete die Grafik enorm auf und ist Grundlage fast aller heutigen Versionen. Nach dem großen Erfolg des Erstlings sahen sich Sakaguchi und sein Team mit der Aufgabe betraut, ein Sequel auf die Beine zu stellen. Da bei der Entwicklung von Teil 1 nicht an eine Fortsetzung gedacht wurde, gab es auch keine Pläne, die Story weiterzuführen. Deshalb gab es neue Protagonisten, neue Bösewichte und eine neue Welt. Aus der Not wurde eine Tugend und daraus eine Tradition. Sakaguchi gab mehr Verantwortung an sein Team ab, welches ordentlich am Spielsystem drehte. Akitoshi Kawazu, Programmierer der Kampfsequenzen von Teil 1, brach sogleich mit einem der Grundsätze der Rollenspiele. Es gab keine Erfahrungspunkte mehr. Charaktere entwickelten sich stattdessen durch Einsatz von Waffen und Skills. Mehr physische Attacken lassen Hitpoints steigen, magische Kraft steigt beim konstanten Zaubern. Ein ungewöhnliches Konzept, welches Final Fantasy II seinen ganz eigenen Charme verleihte. Dazu kamen weitere Innovationen wie die World Memory, bei der Schlüsselwörter durch Gespräche mit NPCs sich gemerkt wurden. Die Unterscheidung zwischen verschiedenen Reihen bei den Kämpfen war ebenfalls neu und zwei Urgesteine der Serie gaben ebenfalls ihren Einstand: Chocobos und Cid. Anders als Teil 1 blieb Final Fantasy II lange Jahre Japan-exklusiv, bis es ebenfalls Anfang der 2000er durch Collections und Remakes dem Rest der Welt zugänglich gemacht wurde. Als letztes Final Fantasy der 8-Bit-Ära 1990 veröffentlicht, kam der dritte Teil erst mit der komplett überarbeiteten Neuauflage für den Nintendo DS in den Westen. Während das alte Level-Up-System mit verdienten Erfahrungspunkten zurückkehrte, brachte das damals neue Jobsystem ungeahnte Varianz ins Gameplay. Charakterklassen konnten frei gewechselt werden und ermöglichten Spezialmanöver wie Stehlen oder Springen.
Dank der Summoner-Klasse durfte man sogar mächtige Elementargeister Marke Ifrit und Shiva beschwören. Kein Wunder, dass bei so viel Umfang ein Modul mit satten 512 Kilobyte gebraucht wurde. Nach drei erfolgreichen 8-Bit-Einträgen war es mit dem Super Nintendo Zeit, der Serie einen neuen Anstrich zu geben. Final Fantasy IV, ikimasu! Final Fantasy IV machte von der neuen Hardware auch ordentlich Gebrauch und machte 1991 mit 3D-Effekten, detaillierten Monster-Designs und der wohlklingenden Musik von sich reden. Wir schlossen das Spiel allerdings aus einem anderen Grund ins Herz, wegen der mitreißenden Story. Mit dem aufrechten Ritter Cecile, der sich gegen seinen König auflehnt und weigert, unschuldige Menschen zu töten, hatte man einen Protagonisten mit dem Herz am rechten Fleck. An der Seite von Dragoon Kane, der Weißmagierin Rosa oder Beschwörerin Rydia, erlebte man eine Geschichte mit vielen Wendungen, die einen an den Fernseher fesselte. Spielerisch brachte das erstmals verwendete Active-Time-Battle-System mehr Dynamik in die Kämpfe. Trotz menübasiertem Kampfsystem machen die Gegner nicht mehr Pause, wenn man nach dem passenden Item oder Zauber sucht. Schnelles Denken war angesagt. All dies und noch viel mehr machte aus Final Fantasy IV einen weltweiten Hit und einen der Gründe, warum die Serie heute noch so erfolgreich ist. Wir kannten Final Fantasy IV übrigens unter einem anderen Namen. Das Spiel, welches wir für teuer D-Mark aus Amerika importiert haben, hieß damals noch Final Fantasy II. Klingt verwirrend, ist es aber nicht. Naja, okay, vielleicht doch ein wenig. Nachdem das erste Final Fantasy auch in den Staaten erschien, blieben Teil 2 und 3 für das NES exklusiv in Japan. Da Teil 4 aber wieder in den USA erschien, beschloss man daraus, Final Fantasy II zu machen. Seit den Updates und Remakes der 2000er prangt der originale Name aber wieder auf der Packung. Dieser Namenswirrwarr blieb uns mit Final Fantasy V erspart. Leider aus einem traurigen Grund. Die Super Nintendo-Fassung war wieder nur den Japanern vorbehalten. Final Fantasy V dampfte die spielbaren Charaktere auf 5 herunter, verlieh ihnen aber mehr Charakter und schuf mit dem amnesiegeplagten alten Kauz Galuf einen Fanliebling. Dazu stehen auf der Antagonistenseite mit X-Death und Gilgamesh erfrischend gesprächige Gesellen, bei denen es viel Spaß macht, sie zu hassen. Herausragende spielerische Merkmale von Final Fantasy V waren verfeinerte Active-Time-Battles sowie die aus Teil 3 bekannten Jobklassen. Bevor wir es auch offiziell in Englisch spielen konnten, dauerte es allerdings knapp 7 Jahre. Nach dem Release der Final Fantasy Collection für die PlayStation 1 folgen Umsetzungen für den Game Boy Advance und mobile Plattformen. Den Abschluss der SNES-Spiele bildete 1994 dann schließlich eines der besten Spiele aller Zeiten, Final Fantasy VI, damals noch als Final Fantasy III bekannt. Mittlerweile bestens vertraut mit der Hardware, kitzelte das Team das Letzte aus den Grafik- und Soundchips und das mit sensationellem Ergebnis. Neben der technischen Seite feuerte Final Fantasy VI auch in allen anderen Bereichen aus vollen Rohren. Mit über einem Dutzend spielbarer Charaktere, jeder mit emotionaler Backstory und Gameplay-Features ausgestattet, versammelte sich eine der erinnerungswürdigsten Partys überhaupt. Ob die vom Imperium versklavte Terra, Ninja Shadow mit seinem dunklen Geheimnis oder Prügelprinz Sabin, jede Figur war ein Treffer. Und wenn sich mit dem durchgeknallten Kefka einer der Bösewichte der Videospielgeschichte einem entgegenstellte, war die Rezeptur perfekt. Die Storyline war das bis dato mitreißendste, was ein Rollenspiel je geboten hat und gespickt mit einem Magic Moment nach dem anderen. Wir haben die ikonische Opernszene, das Magnum Opus von Nobuo Uematsu, Celes herzzerreißenden Suizidversuch und zwischendurch verpasst Sabin einen Zug voller Geister einfach mal einen Backsuplex. Schon zu Super Nintendo Zeiten ein Hit, schossen die Abverkäufe dank diverser Re-Releases in Millionenhöhe. Erst vor kurzem kam sogar noch eine PC-Fassung dazu, welches das Spiel einem neuen Publikum erschloss. Jetzt können auch Computerbesitzer endlich eine ihrer größten Wissenslücken schließen. Mit Final Fantasy VI festigte Squaresoft den Ruf der Serie als Speerspitze des Japano-Rollenspiels. Final Fantasy stand für die beste Story, das beste Gameplay und die beste Technik. Um die hohen Standards zu halten, musste das alternde Super Nintendo Mitte der 90er hinter sich gelassen werden. Sakaguchi und Kollegen experimentierten deshalb mit der damals modernen 3D-Technik und produzierten sogar eine Tech-Demo für die sündhaft teuren SGI Onyx Workstations. Der gestiegene technische Anspruch machte schnell deutlich, dass ein neues Final Fantasy nur mit dem enormen Speicherplatz der CD-ROMs möglich ist. Da das N64 von Nintendo allerdings wieder auf Module mit knappem Speicher setzte, entschied man sich erstmals, einen Teil der Serie auf einer Konkurrenzplattform zu entwickeln.
Das Ergebnis erschien 1997, nannte sich Final Fantasy VII und war eine Revolution. Auf massiven 3 CDs erstreckte sich ein Abenteuer, das sogar Final Fantasy VI in den Schatten stellte. Videosequenzen gemischt mit vorgerenderten Hintergründen und Charaktermodellen in Echtzeit schufen ein audiovisuelles Meisterwerk. Dies lockte Millionen neuer Gamer vor die Konsole, für die Final Fantasy VII das erste Rollenspiel war und damit auch ein Evergreen. Trotz der technischen Brillanz wusste auch der Rest des Spiels zu überzeugen. Cloud Strife gilt heute noch als der Held unter den Helden. Sephiroth ist der Bösewicht unter den Bösewichten. Final Fantasy VII zu spielen, hieß schweißnasse Hände bei den aufregenden Bosskämpfen zu haben. Zu schmunzeln, wenn der pointierte Humor mit kleinen Gags die Stimmung lockerte. Und jedem blieb ein Kloß im Hals stecken bei dieser einen ganz berühmten Szene. Aus diesen Gründen war Final Fantasy VII auch jahrelang das meistgewünschte Game, welches ein Remake bekommen sollte. Square Enix wollte allerdings erst mit der Entwicklung einer Neuauflage beginnen, wenn sie sich sicher sind, dass sie dem Original auch gerecht werden können. Zum Glück sind sie sich jetzt sicher und die erste Episode des Remakes ist aktuell in der Mache. Wenn diese Neuauflage erstmal da ist, hätten Millionen Fans sicher nichts dagegen, wenn Final Fantasy VIII als nächstes drankommt. Bei Videospielen gilt ja die Regel, je erfolgreicher der letzte Teil, umso mehr Hype entsteht für den nächsten Titel. Und auf kaum ein anderes Spiel warteten die Fans so sehnsüchtig wie auf Final Fantasy VIII. Im Laufe des Jahres 1999, ebenfalls auf der PlayStation erschienen, drehte Final Fantasy VIII vor allem an der Technikschraube. Statt den Kopffüßlern aus Teil 7 liefen nun realistisch proportionierte Figuren über die Renderwelt. Vorberechnete Hintergründe wurden noch nahtloser mit dem Gameplay verschmolzen und das grandiose Intro war der perfekte Einstieg. Kein Wunder, dass der Umfang auf satte 4 CD-ROMs anstieg. Trotz der Technik-Updates war Final Fantasy VIII aber allen voran eine Liebesgeschichte. Die emotionale Distanz des Elite-Schülers Squall wurde so konstant von der quirligen Rinoa aufgeweicht, dass irgendwann die Funken richtig sprühten. Auch das Junction-System, welches ermöglichte, Gegnern Magie direkt zu entziehen und mit eigenen Statuswerten zu koppeln, brachte enorm frischen Wind ins Gameplay. Pro-Tipp: Aufleveln ist kontraproduktiv. Während Final Fantasy VII als auch Teil 8 Rekordergebnisse einfuhren und mit Kritikerlob überschüttet wurden, arbeitete man bei Square im Hintergrund bereits an dem 9. Teil. Der einfache Weg wäre gewesen, einfach auf dem Kurs zu bleiben, den die letzten beiden Teile vorgegeben haben. Dennoch war Final Fantasy IX alles andere als nur ein weiteres Sequel. Ende 2000, als letztes Spiel der Serie auf der PlayStation erschien, sollte Teil 9 eine Hommage als auch ein Abschiedsbrief an das klassische Final Fantasy sein. Klar, Grafik und Musik waren State of the Art und setzten mal wieder neue Maßstäbe, auch musikalisch gab es erneut einen großartigen Soundtrack von Nobuo Uematsu. Die bewusste Kälte von Teil 7 und 8 mit ihren Mega-Corporations und kriegsführenden Militärparteien wich der Fantasie, Prinzessin und einer wunderbar sympathischen Heldentruppe. Gespickt mit Referenzen der bisherigen Teile war Final Fantasy IX vor allem sehr charmant. Meister Deep Zidane will Prinzessin Garnet entführen und wird in ein Abenteuer verstrickt, dessen Ausmaßen er sich nicht bewusst war. Nehmen wir dazu noch den trotteligen Ritter Steiner, sowie die knuffigsten aller Final Fantasy Charaktere, Schwarzmagier Vivi, und die Formel war perfekt. Der Grund für dieses Back to the Roots war ein Dankeschön an die langjährigen Fans der Serie. Bei Square wusste man, dass Final Fantasy sich über kurz oder lang modernisieren würde, Teil 7 und 8 waren bereits die Vorboten. Final Fantasy IX markierte damit einen grandiosen Schlusspunkt für das Japano-Rollenspiel von gestern, öffnete dem Genre aber auch die Tür für einen spektakulären Neuanfang. Und was für ein Neuanfang es war, könnte man sich gar nicht ausmalen. Mit Final Fantasy X läutete Square endgültig eine neue Ära der Japano-RPGs ein. Nachdem die PlayStation 2 Anfang der 2000er noch unter chronischem Mangel an guten Rollenspielen litt, setzte Teil 10 wieder eine Marke. Wie so oft fiel einem zuerst die technische Seite auf. Vorgerenderte Hintergründe wichen fast komplett in Echtzeit berechneter Grafik. Musikalisch brachten die Komponisten Masashi Haumasu und Junya Nakano frischen Wind ins Spiel. Im Herzen war Final Fantasy X aber wieder eine große Love Story, die vielleicht sogar ergreifendste der Serie. Die Protagonisten Tidus und Yuna nahmen die Spieler auf eine Reise mit, an dessen Ende kein Auge trocken bleiben sollte. Da obendrauf noch sackweise Neuerungen wie das Sphero-Brett, ein rundenbasiertes Kampfsystem sowie komplett vertonte Dialoge und fertig war der Lack. Ein sehr schöner Lack. Von da an fächerte sich die Final Fantasy Serie aus. Teil 11 beispielsweise betrat wieder komplettes Neuland und wurde ein MMORPG, was zu Beginn noch für Skepsis sorgte.
Trotz anfänglicher Schwierigkeiten mauserte sich aber gerade Final Fantasy XI zum Dauerbrenner, der über 10 Jahre mit Updates und Add-ons unterstützt und sogar zum profitabelsten Titel der Serie wurde. Hier passt auch Final Fantasy XIV gut rein, was in seiner ersten Version nur wenig Zuspruch unter den Fans fand. Nach einem massiven Relaunch unter dem Namen A Realm Reborn wurde die gewohnte Qualität wieder erreicht und es zählt heute zu den Top-MMOs auf dem Markt. Der MMO-Erfolg hatte auch Einfluss auf die Singleplayer-Spiele, denn in Final Fantasy XII fanden sich eindeutig Elemente aus den Online-RPGs wieder. Entwickelt von den kreativen Köpfen hinter Spielen wie Final Fantasy Tactics oder Vagrant Story, sorgte vor allem der Wegfall des traditionellen Kampfsystems für Überraschung. Statt in einem separaten Modus wurde direkt in den weitläufigen Locations per vorher eingestellter Gambit-Taktik gekämpft. Ein Experiment, was mit etwas Eingewöhnung erstaunlich gut funktionierte, aber nicht wiederholt werden sollte. Die größten Anlaufschwierigkeiten bisher hatte allerdings Final Fantasy XIII. Nach über 5 Jahren Entwicklungszeit, 2009 auf der PS3 und Xbox 360 gestartet, überzeugte das Spiel hauptsächlich mit der bis dato besten Grafik für ein Konsolenspiel. Aufgrund des enorm gestiegenen Technikaufwands schrumpfte allerdings die Varianz im Leveldesign. Dungeons waren geradliniger, eine Oberwelt oder große, erkundbare Städte gab es nicht mehr. Trotz seiner offenen Spielwiese im letzten Drittel leider zu wenig, um sich gegen die Erwartungshaltung zu stemmen. Square Enix nahm sich die Kritik zu Herzen und entwickelte 2 direkte Nachfolger, die sich der Probleme annahmen. Final Fantasy XIII-2 öffnete die Spielwelt und machte sie per Zeitreisen abwechslungsreicher. Lightning Returns kann sogar ohne Probleme als Open-World-Abenteuer bezeichnet werden. Die Serie kam damit wieder auf Kurs, gerade noch rechtzeitig für den nächsten großen Titel.